Herr Hochham, Schalke 04 wartet. Genau. Nach dem letzten kleinen Aufwärtstrend, was erwarten Sie von dem Spiel für ein Spiel? Tja, jedes Spiel, das ist eine Plattitüde, kriegt eine gewisse Eigendynamik. Ich war auch nicht optimistisch vor dem Spiel, das wir zuletzt im zweitletzten Saisonspiel in der letzten Saison gemacht haben. Das ist 1:1 ausgegangen, ein bisschen glücklich für uns. Und ich bin optimistisch, dass wir auch einen Punkt, zumindest einen Punkt in Schalke holen werden. Haben Sie nochmal, genau, das Bild hat sich eingeprägt, als ein gewisser Pierre-Michel Lasogga das Tor geschossen hat. Und ja. Auf unnachahmliche Art und Weise. Da war ordentlich Stimmung, genau. Gisto habe ich selten gesehen, dass er so hochgesprungen ist. Dein Bruchhagen auch nicht. Ja gut, wir wussten ja auch, wir haben ja auch Ingolstadt beobachtet. Wir wussten ja auch, dass unsere Konkurrenten in der Halbzeit geführt, Ingolstadt hat in der Halbzeit geführt. Wir lagen in der Halbzeit zurück und da war die Konstellation für uns äußerst negativ. Und dann hat sich innerhalb von Minuten hat sich das Bild gedreht. Wir haben einen Punkt geholt und Ingolstadt hat nicht gewonnen. Und da war die Konstellation eben, dass wir wussten, wenn wir gegen Wolfsburg gewinnen, dass wir uns befreien konnten. Und ja, das ist natürlich, bewegt einen schon sehr. Ein wahrscheinlich nicht ganz so bewegendes Spiel wartet jetzt am Sonntag, auch wenn es natürlich ein wichtiges Spiel ist. Wie sehen Sie Schalke zurzeit? Das ist für mich zu schwer, Schalke zu beurteilen. Also ich habe zu Beginn der Saison war man in Schalke nicht mit den Leistungen der Mannschaft zufrieden. Inzwischen haben sie sich tabellarisch sehr, sehr gut entwickelt. Und wir spielen gegen gegen eine Mannschaft, die im oberen Tabellenbereich steht. Und der Anspruch von Schalke 04 und die Hoffnung von Schalke 04 ist natürlich internationaler Fußball. Ein bisschen liebäugeln sie auch mit der Champions League. Also von daher weiß man schon, dass es kein einfaches Auswärtsspiel ist. Die Zeit jetzt hier, Länderspielpause, waren einige Spieler natürlich wieder unterwegs. Das ist jetzt für den Trainer auch vielleicht gar nicht so einfach, das wieder alles zusammenzufügen. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich bin nicht nah genug dran am Trainingsbetrieb der Mannschaft. Die Frage werden Sie sicherlich gleich Herrn Gieser stellen. Ich stelle Ihnen die Frage, es ist immer schön, wenn eine Mannschaft dann in Ruhe arbeiten kann. Das ist ja beim HSV dann und wann dann nicht der Fall. Das war auch jetzt in den vergangenen Wochen wieder nicht der Fall. Bewertet man das so? Nein, ich glaube nicht, dass die Spieler mit der Diskussion, dass sie in irgendeiner Form davon berührt sind. Nein, also meine Einschätzung ist die, dass die Lizenzspieler sich auf ihren Beruf konzentrieren. Natürlich schauen sie mal in die Zeitung hinein, aber das berührt unsere Lizenzspieler überhaupt nicht. Diese, was sie als Unruhe bezeichnen, was ich als eine normale Diskussion ansehe, da sehe ich überhaupt keinerlei Probleme. Das ist auch kein Problem, dass man sich jetzt sozusagen vertagt hat, nochmal in den... Die Spieler, unsere Lizenzspieler wissen doch gar nicht um die Konstellationen, Aufsichtsrat, Vorstand, e.V. Das sind Problematiken und sind Themen, die werden medial abgehandelt, berühren unsere Fußballspieler in keinster Weise. Aber Sie berühren sie ja wahrscheinlich. Natürlich, natürlich, klar. Ganz, ich halte die Entscheidung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats für die kommenden 3 Jahre für sehr wichtig. Und da kann es gar kein Grund sein, dass man eine Terminverschiebung unter dem Aspekt der Diadochenkämpfe sieht. Dem ist nicht der Fall. Ich weiß, dass die Gespräche konstruktiv sind, die Gespräche mit den Gremien, auch von Jens Meyer, federführend geführt. Und ich habe überhaupt gar keinen, ich kann mich dieser allgemeinen Unruhe und Panik in keinster Weise anschließen. Wie kann es sein, dass man seit 6 Monaten die Zusammensetzung ja eigentlich versucht herbeizuführen und dann nach 6 Monaten zum Ergebnis kommt, dass man noch mehr... Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen ja auch, dass ein Vorstand zu Aufsichtsratsthemen eigentlich grundsätzlich keine Stellung nehmen sollte. Das tue ich auch. Und von daher gesehen kann ich auch gar nicht sagen, inwieweit wenn Sie sagen 6 Monate, kann ich das gar nicht bestätigen. Aber dass es einen Wechsel im Aufsichtsrat geben würde, das war ja nun allgemein bekannt. Dass es eben in den letzten Nuancen eben nicht so sich so ein klares Bild dargestellt hat, dass man die Dinge auf den Termin 18. Dezember hinbekommen hat. Das hat sicherlich mehrere Gründe. Ein Grund ist auch, dass der Vorstand, das ist nicht die Satzung des HSV vor, bestimmt den Termin der Hauptversammlung. Und vom Vorstand ist dieser 18. Dezember nie genannt worden. Spielt auch gar keine Rolle, ob wir das jetzt am 18. Dezember machen, ob wir Ende Januar, Anfang Februar oder wann auch immer der Termin sein wird, zumindest in den ersten 2 Monaten des kommenden Jahres. Die Entscheidung ist wichtig und da muss man Konsens erreichen. Und da sind wir, als Herr Meyer, auf einem, wie ich auch bestätigend sagen kann, auf einem guten Weg. Sie
Wir haben eben die Vorgänge über den Kollegen als ganz normal dargestellt, aber es ist wirklich ganz normal, in den letzten zwei Wochen, die letzten 10 Tage, wie passieren das nicht? Ja, wenn, der Brief von Herrn Kühne, das, was danach entstanden ist, diese Aufsichtsratssitzung, auf der Sie auch waren und wo es ja schon, wenn ich das so sagen darf, die Kraft hat, das, alles ganz normal? Das weiß ich gar nicht. Ich habe an dieser Sitzung teilgenommen, dass es da gekracht hat. Das ist eine Wahrnehmung, die mich nicht erreicht hat, sondern wir unterhalten uns ganz normal über unterschiedliche Konstellationen. Und das war eine konstruktive Sitzung. Und ich habe überhaupt gar keine Sorge. Eine solche Entscheidung muss gut vorbereitet sein. Und ich habe überhaupt gar keine Sorge und kann auch keine Unruhe im Umfeld. Ich nehme sie nicht wahr. Das hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass der sportliche Bereich von mir turmhoch bewertet wird. Und die anderen Dinge, die um einen Verein herum geschehen, auch wichtig sind, aber nicht die Bedeutung haben. Der Sport steht über allem. Das, was auf dem grünen Rasen sich abspielt, ist das Allerwichtigste. Und das sind Nebenplätze, die gehören einfach bei einem Traditionsverein dazu. Es ist nicht so, dass ich auch, wenn es dann darum geht, Gremien zu besetzen mit Personen, dass ich in Schalke und in Frankfurt nicht schon Ähnliches erlebt habe. Also, aber gewisse Auswirkungen auf den sportlichen Bereich wird es ja haben, also was Vertragsverlängerungen angeht. Nein, ist falsch. Ja? Ist falsch. Ja. Der bestehende Aufsichtsrat ist noch im Amt. Und wenn Jens Todt über den Vorstand Anträge stellt, was geschehen soll, was genehmigungspflichtig ist, dann ist der jetzt existierende Aufsichtsrat voll funktionsfähig. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Ich habe es heute auch irgendwo gelesen. Das ist nicht richtig. Wenn Sie dann Richtung Wintertransfers gucken, da schwebt ja auch immer über dem HSV so diese 105 Millionen Minussumme. Könnten Sie ohne Herrn Kühne denn da überhaupt etwas machen oder sind Sie sogar in guten Gesprächen mit Herrn Kühne? Also wir sind immer handlungsfähig. Aber handlungsfähig heißt ja nicht nur, dass man Spieler holt, sondern möglicherweise auch abgibt. Die 105 Millionen, die sollten Sie doch einer differenzierten Betrachtung unterliegen, denn ich darf immer wieder auch darauf hinweisen, dass der HSV im Besitz dieses Stadions ist. Also da sollte man immer doch relativ sehen als Problematik. Die Notwendigkeit, im Winter etwas zu machen, müsste ausgehen von Herrn Gisdol über Herrn Todt. Und hier müssten dann auch sicherlich schlüssige Erklärungen vorliegen, was zu tun ist und was zu machen ist. Und der HSV ist in jeder Hinsicht handlungsfähig. Herr Bruchhagen, wenn jemand, der nicht so tief im Fußball ist, Sie aus dem Freundeskreis fragen würde, wie ist der aktuelle Stand bei diesem Videoschiedsrichter? Könnten Sie es auf den Punkt bringen oder müssten Sie auch erstmal sich hinsetzen, wie viele von uns, und nochmal 2, 3 Sachen nachlesen? Ich verfolge die Diskussion immer mit Erstaunen und ich habe am Sonntagmorgen den Doppelpass gesehen und nach der Sendung war ich eher weniger schlau als vor der Sendung. Was auch an Herrn Kindl lag. Das lag an der Gesamtdiskussion. Und das ist, wie gesagt, ein weites Feld. Und daran möchte ich mich im Augenblick nicht beteiligen. Ich habe immer noch ursprünglich hatte ich die Position auch in der Diskussion, auch vor 2 Jahren im Kicker vertreten, dass ich gesagt habe, die Diskussion wird aggressiver, wenn man nach Heranziehung des Videobeweises immer noch strittige Szenen haben wird. So hat man immer gesagt, der Schiedsrichter musste innerhalb von einer Zehntelsekunde eine Entscheidung treffen und hat dann immer darauf Rücksicht genommen. Das entfällt jetzt. Insgesamt gesehen betrachtet, wenn es denn dann so ist, dass der Fußball dadurch gerechter wird, dann sollten wir den Videobeweis verfeinern. Wir haben 11 Spieltage jetzt erlebt. Und wenn 34 Spieltage rum sind, dann haben wir vielleicht ein klareres Bild. Ich hoffe es zumindest. Danke. Also, Harry, du warst ja auch mal auf Schalke Manager. Ja, ja. Welche Erinnerungen und welche Erinnerungen hast du an Schalke und hängt ein bisschen dein Herz noch an Schalke oder gar nicht? Also erst einmal habe ich nur ein Ziel, dass wir erfolgreich gegen den FC Schalke 04 bestehen. Das war damals im Parkstadion. Wir hatten sage und schreibe 18 Mitarbeiter beim FC Schalke 04. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und es war eine Zeit, die ich war ein Rookie, war also neu, ich war Trainer, ich war aus dem Traineramt in dieses Manageramt von Herrn Eichberg geholt worden. Charlin, das, was heute bei uns mehrere Mitarbeiter sehr sorgfältig und sehr professionell machen, das hat Charlie Neumann
ein Gastronom aus Gelsenkirchen hat das damals bewerkstelligt. Es war alles noch viel, viel, viel kleiner gehalten. Die Zuschauerzahlen waren noch damals schon erdrückend. Und es kam eine große Kiste mit 72.000 Karten aus Waldfischbach von einem Unternehmen. Die wurden dann an die Vorverkaufsstellen und an die Kassenhäuschen dann verteilt. Und montags morgens hat dann Bernie Claude, Herbert Budensky, selbst Ernst Kuzorra, die haben dann die Kassen zurückgerechnet. Es gab Kaffee, Pilz und Brötchen. Und dann wurden bei 34.000 verkauften Karten wurden dann eben 38.000 versiegelt und verblombt und wieder zurückgeschickt. Das ist heute mit der IT-Abteilung, mit unserer Ticketing-Abteilung und all den Dingen nicht mehr vergleichbar. Und es waren drei verlorene Journalisten, die dann immer zu der Pressekonferenz vor dem Spiel kamen. Und die fand dann im sogenannten Führerbunker statt. Da saß Harald Landefeld vom Kicker, Franz Josef Colli und dann noch von der Burschenzeitung und von der Bildzeitung saß Herr Draxler da. Also das waren vielleicht auch vier. Und sehen Sie, wie man jetzt hier feststellen kann, haben sich die Zeiten geändert. Okay, danke sehr.